Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Steampunk Tower 2. Wir haben hier noch ein bisschen was zu erledigen. Und ein bisschen was meine ich, wir brauchen erstmal, glaube ich, ein bisschen mehr Geld und Level 8 müssen wir auch noch erreichen. Das können wir beides machen, indem wir damit anfangen. Ich bin gerade so ein bisschen allgemein rumgucken. Aber das gibt es erst beim nächsten. Indem wir hier angreifen, eventuell ja. Aber ich möchte kurz mal gucken, wie schaut's denn hier aus? Wir haben ein Gewitter, wir haben eine Heuschrecke, wir haben zwei Nissen. Ich glaube, wir hatten ein bisschen was dabei, okay. Aber wir haben nicht das genötige Geld, Upgrades. Na komm, wir probieren es aus mit dem, was wir haben. Nächste Schritte einmal machen. Überall ein bisschen was von allem drinnen. Wir greifen an. Sollen wir schon geladen sein? Nein, nicht. Denn dieses Mal brauchen wir wirklich ein kleines bisschen mehr Kohle an der Seite. Und ich sehe gerade, ich habe meinen Timer nicht aktiviert. So, jetzt habe ich ihn angemacht. Sollte funktionieren. Ich kann immer direkt starten, weil ich brauche eigentlich keine Vorarbeit in dem Sinne. Ganz und gar nicht sogar. Sie sind da. Fallerie und Fallera sind einige. Aber nichts gegen ein bisschen Artillerie. Gerade sagen. Ein bisschen rein, ein bisschen raus. Dann sind sie nämlich ziemlich schnell weg vom Fenster. Ja, zum Glück, dass sie jetzt bloß einseitig gerade kommen. Dann kann man nämlich nach und nach die Sachen gerade mal reinladen. Dankeschön dafür. Haben wir Spezialwaffen gerade? Wir haben gerade nichts gerade bereit, aber ich würde gerade sagen. Oh, 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 das könnte vielleicht was werden. Du hier. Wunderbar. Sitz passt und hat Luft. Den brauchen wir gerade nicht machen oder nein, brauchen wir nicht machen. Aber ganz schnell euch mal reinjagen. Na komm, danke, danke. So, jetzt da. Ich wollte gerade sagen, Sitz passt und hat viel Luft. Ist noch voll aufgeladen, falls irgendetwas kommen sollte. Aber das ist. Das ist so quasi gerade gar nichts. Haben wir die rechte Seite laden. Dankeschön dafür. Na komm, rein, 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 rein. Ein bisschen was müsst ihr euch noch aufladen. Das Gute ist, es scheint gerade nichts in Sachen Luftunterstützung zu kommen. Was ich richtig gut finde. Haben wir gepritzelbratzelt. So, du gehst auch auf jeden Fall drauf. Du gehst da hinten drauf. Yep, das ist so gut. Das ist gewonnen, die Runde. Die sowas von gewonnen. Können wir noch ein bisschen was. Jetzt kommt es nur auf der Seite, okay. Wenn es nur auf der Seite kommt, warum nicht? Soll er ja ein bisschen in die Richtung machen. Und ihr ladet euch einfach mal so auf, denn man weiß ja nie. Oh, Hallöchen. Ja, bitte. Festhalten, Kommandant, die Raketenangriffe sind fertig. Wuss. Wählen Sie schnell 6 Ziele auf dem Schlachtfeld aus, aber denken Sie daran, dass Sie Raketen Zeit brauchen, um das Ziel zu erfassen, okay? 1, 2, 3, 4. 5 und 6. Okay, Raketenangriff geglückt. Das muss ich mir merken. Das ist ja mal richtig genial. Und Level 8 erreicht, wunderbar. Schrott bis zum Umfallen und Geld bis zum Umfallen. Bahnhof, Schwerlabor und mittleres Quartier Stufe 4. Hallöchen aber auch. Oh, Hallöchen, schwarzer General. Ihr werdet alle tot sein. Nein, werden wir nicht. Das war's schon. Dankeschön. Das war wuchtig. Ich muss zugeben, der sicherste Platz in Europa ist derzeit das Deck Ihres Schiffes. Danke, Vincent. Wir würden gerne Ihr Können benutzen, Vincent. Arbeiten Sie für uns und wir beschützen Sie vor dem Kult und deren Gesetz. In Ordnung. Ich helfe Ihnen im Kampf gegen den Kult. Sie haben mein Wort. In meinem Geschäft bedeutet ein Wort mehr als ein Leben. Aber zu Beginn muss ich mein Agentennetzwerk wiederherstellen. Ich muss nach Bordrox gehen und mit meinen Agenten reden. Währenddessen lenken Sie den Kult ab. Dankeschön. Das ist eine schlechte Idee. Ich versichere es Ihnen, lassen Sie ihn gehen und er verschwindet wieder. Ich vertraue ihm. Geben wir ihm eine Chance. Kommandant, organisieren Sie ein Ablenkungsmanöver nicht weit von Bordrox. Okay, das kann ich gleich machen, aber erstmal holen wir so quasi mit Autokampf uns noch ein paar kleine Teile dazu.
Wir sehen schon, wir müssen ein bisschen, aggressiver hier vorgehen. Wir können noch gucken, England erforschen natürlich. Ich liebe es, England zu erforschen. Das klingt auch irgendwie richtig komisch. Ein Upgraden. Einmal nicht mehr upgraden, so wie es ausschaut. Okay. Dann werden wir doch danach gucken, dass wir Victor dorthin schicken können. Das Bett dorthin. Und du bist blau. Ich habe keine Ahnung, was blau heißt. Aber ich sage einfach mal, du kommst darüber. Damit ihr mir alle Sachen besorgt. Geld, Geld, Geld. Dankeschön. Einmal hier noch ab. Ach, das geht auch nicht. Okay. Wie schaut es mit unserem Turm aus? Den kann ich noch nicht upgraden. Wie schaut es mit unserer allgemeinen Bewaffnung aus? Die Heuschrecke ist bereits recht gut dabei. 20 mehr Granaten, yep. Mehr Granaten ist gut. Die andere Heuschrecke bitte auch, wenn es geht. Wie gesagt, nur insofern möglich. Oh Gott, danke, danke. 1400, yep, das ist möglich. Und den Rest lassen wir mal für den Moment. Yep. Für den Moment auf jeden Fall. Sollen wir vielleicht noch hier ein bisschen was freiräumen? Ich würde mal behaupten, ja. Okay, dann gibt Bonis für die Mission. Was bist du denn? Ein Hindernis kaufen. Oh nein. Komm, das kriegen wir so hin. Das sollten wir eigentlich schon schaffen. Sehr gut aufgestellt. So, ich bitte doch darum. Der Gegner möchte kommen mit 4 Wellen. Oh, guck mal. Das kleine Tesla-Auto. Wie süß. Wie süß ist das denn, bitteschön? Und Panzerfaustsoldaten. Ja. Und ein paar Roboter noch in Ehren. Warum denn nicht? Wir haben genug. Wir haben genug, um sie abzublocken. Aber das ist schon eine ordentliche Sache hier. Aber jetzt haben sie uns angegriffen. Einmal zumindest. Was sagen? Den hier wieder reinlassen. Den, den, den. Hier nochmal kurz rein. Dich hier rein. Zack, zack, zack. Ah, okay. Wenn der eine auch ausreicht, um Schaden anzurichten, sage ich auch nicht nein dazu. Kommt doch was? Ich wollte gerade sagen. Zack, zack. So rum zuerst. Ihr seid soweit fertig. Ihr auch. Kampfhubschrauber. Okay. Die habe ich jetzt auch noch nicht gehabt bisher. Die kriegen wir aber auch kaputt, so wie es ausschaut. Okay, die sind ein bisschen böser. Betonung auf ein bisschen böser. Dankeschön dafür. Wir können sie ein bisschen Elektro-Dings bumsen. Ist auch nicht das Verkehrteste auf der Welt. Bam, wegschießen. Und wenn von rechts nichts mehr kommt, heißt es, wir können die rechte Seite getrost in die Wartungsluken schicken. Ich würde gerade sagen, bitteschön. Heieiei. Okay, so schnell wie es geht nachladen. Ich glaube, den können wir uns... Ne, den können wir uns leisten. Das geht soweit in Ordnung. So, ich bitte darum. Lasst es krachen, so gut wie es geht. Yep, wir brauchen definitiv noch stärkere Waffen. Ich meine... Schön ist, wir haben genug Munition und alles drum und dran, aber anscheinend müssen wir noch mehr aus uns rausgehen. So, das war jetzt nicht so schlecht. Ein bisschen was hiervon noch töten. Ein bisschen nach rechts töten. Links und rechts überall ein bisschen was. Ich glaube, die rechte Seite ist auch schon wieder hinüber. So, irgendwie ist rechts nicht so stark wie links. Oh, Entschuldigung. Okay, ich verstehe schon, es ist, macht mehr Sinn, Elektro-Gegnern Mech zu machen, aber kein Interesse. Kein Interesse, so, rein mit dir, rein mit dir. So, ihr könnt schon mal machen. Das lassen wir auslaufen, weil ich möchte nämlich hier volle Munitionsbereitschaft haben, überall jetzt da. Alles klar. Du hier. Panzerbrechende Munition bei beiden. Hier noch ein bisschen Massenfeuer machen. Massenfeuer ist immer schön.
Ich würde mal sagen, die Engländer, denen wird es gefallen, was wir anstellen. Aber so richtig, du. Das kommt irgendwie nur von rechts, Helikopter. Wir haben ein bisschen Schaden genommen mit Bezug auf ein bisschen, aber sonst nicht wirklich, muss ich zugeben, nicht wirklich. Und da ein... Ah, schade. Ich kann sagen, bitte mitten in die guten Roboter rein. Das wäre nämlich das Perfekteste von überhaupt, aber man kann ja nicht immer alles haben. So, erster Teil der Küste ist von uns bereinigt worden. Sogar noch ein bisschen was dazu bekommen. Sind denn alle wieder in der Geheimbasis angekommen? Mal ganz doof zu fragen. Mal sagen, ja, ja, und ja. Wunderbar, upgraden. Können folgende Adressen. England und Italien können mit dem Upgrade angefahren werden. Das ist natürlich schön. Das ist doch richtig schön. So, ihr zwei seid auf jeden Fall auch da. Okay. Hornisse. Da haben wir noch ein bisschen was. Was macht die Hornisse? 2 Sekunden längere Superfähigkeitsdauer auf 5 Minuten Dampf zum Schießen. Erhöht die Dampfbildung. Ich glaube ja. Wir machen mal Dampfbildung. Das kann ja nicht so verkehrt sein. Die nächste Hornisse kriegt auch ein wunderbares Update von mir. Hier. Jetzt haben wir nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen was ranschaffeln. Ablenkungsmanöver ist schön und gut, aber ich glaube... Ach, guck, Vincent ist dafür recht gut. Nicht genug Geld, schade. Okay, für Überseearbeiten. Dann werden wir hier oben noch was machen. Ein Prototyp. Hallöchen, aber auch lieber Prototyp. Was schickt uns der Kult denn hier für ein Prototyp mir ins Gesicht? Ich hoffe, was Elegantes. So. Bisher noch nichts Neues. Immer noch alte Sachen. Cool ist, dass der Roboter diesmal auf der rechten Seite ist. Das verlangsamt ihn recht gut. Wir müssen noch mal gucken, dass wir noch einen weiteren, weitere Turmebene auf jeden Fall dazu bekommen. Danke, danke, danke. Kann ich gerade sagen, also rechts kommt doch jetzt so ein bisschen was auf uns zu. Aber sie schaffen es trotzdem. Ja, komm. Das sollte doch kein Problem für uns darstellen. Einmal hier und einmal so. Dampfstrahl ist auch schon mal bereit. Man weiß nie, für was man ihn braucht. Ich warte immer noch auf den Prototypen. Ich warte immer noch auf einen Prototypen. Bis jetzt sehen wir nämlich davon rein gar nichts. Ganz normale Versuchskanonen. Oh, wir können ja noch sagen... Au! Beide erwischte doch. Nicht schlecht. Das ist natürlich niemals verkehrt. Zack, komm, kaputt machen. Dankeschön. Rein, rein, rein. Der Rest noch irgendwas machen? Na, komm. Ding ist ja jetzt soweit komplett in Ordnung. So, ihr kommt auch wieder alle rein in den Turm. Ihr zuerst, danach ihr. Lass mal ja. Gut ausgerüstet sind. Ah, komm, was soll's. Wenn wir schon mal Superwaffen haben, oder aufgeladene Waffen, sagen wir es mal eher so, sollten wir es natürlich auch verwenden. Wie wär's denn mit hier rüber? Naja, warum nicht? Der richtet gut Schaden an. Sogar richtig gut Schaden. Und bam, noch ein bisschen in die Richtung schießen. Wenn wir so viele Roboter haben, das kostet doch einiges. Oh, ah, okay. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen zu früh reingestellt. Mit Bezug auf ein bisschen zu früh. So. Kurz dich und dich hier wieder rausstellen. Ich glaube, rechts ist jetzt besser, oder? Ich glaube, ja. Leer, 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 leer. Das heißt, Level 4 dürfte gleich kommen, wenn die paar kleinen Soldaten hier noch vollends weggeballert sind. So, dankeschön dafür. Nummer 1 ist fertig. Nummer 2 ist fertig, 3 ist fertig. Du noch nicht ganz, aber dafür haben wir auch jede Menge Munition dich reingepumpt. Dass du auch ein bisschen den Notverlänger durchhältst. Und wieder ein kleines bisschen Schaden genommen. In Betonung auf ein kleines bisschen Schaden. Nicht viel, aber zumindest etwas.
Zerstört. Und zerstört hoffentlich gleich. Yep. Da noch ein bisschen was rumschießen. Na, ja, ich würde sagen, das ist kein Problem für uns. Ach, das ist einfach so herrlich. Bam. Ihr seid so weit weg, also müsst ihr auch wieder gewalzt werden. Haben wir es? Unaufhaltsam? Ja, herrlich. Unaufhaltsam ist auch was Schönes, was man bekommen kann. Von jedem ein bisschen was. Genauso wie das Geld. Von jedem ein bisschen was. Okay, das können wir wieder autoschlachten, würde ich sagen. Reparieren. Definitiv. Da müssen wir nicht hin. Wenn der Kult es uns so leicht macht, müssen wir dort nicht hin. Okay. Haben wir sonst noch was gehabt? Yep. Verstärkte Leiter. Eine Fabrik da oben. Okay. Fabriken zu erobern macht mir Spaß und Freude. Wir bekommen dafür auch was Gutes. So, bitteschön. Lasse den Gegner kommen. In vier kleinen Rundchen. Aber ich muss sagen, ich habe den Prototyp jetzt nicht gesehen. Das hat mich jetzt so ein bisschen, ja, fand ich jetzt nicht so ganz so schön. Den hätte ich doch lieber gerne gesehen, aber gut, was willst du? Was willst du machen? Kannst du nicht viel machen. Das sind unsere Hauptkanonen, die sind noch nicht ganz so stark wie sie sein sollen. Wir brauchen ja auch nochmal eine Ebene. So, einmal zack und einmal zack. Rein und raus mit euch. Also wie hier. Passt schon. Sieht's passend, hat ganz viel Luft und wir müssen eigentlich nicht viel machen. Mit ein kleines Lämpchen hinten dran. Ich weiß auch nicht warum. Das war ein Schutzschildgenerator wahrscheinlich. Ich glaube ja. Ich lege mich mal weiter aus dem Fenster und sage, jopp, das war er. So, möchtest du ein bisschen schießen? Ja, du darfst auch ein bisschen schießen. Komm, was soll's. Was soll's an der Stelle? Hui, Philipp. Gerade ein Klotz am Hals. Was niemals so gut ist. So, rein mit euch. Die Schlacht um Inland ist noch nicht vorbei. Aber demnächst, wenn es so weitergeht. Denn irgendwie hat der Feind nicht ganz so wirklich was gegen uns. So, was soll's. Jetzt sagen wir, können ihn mal kurz wieder reinstellen. Wir bedingen auf kurz reinstellen. So ein bisschen zwischendurch aufladen hier. Dankeschön. Die kleine Verschnaufpause können wir gut gebrauchen. Zack und zack. So, jetzt da. Mal kurz rein, hier rein, zack, zack. Auch wieder rein. Voll aufgeladen alles. Okay, passt. 3 von 4. Lasst sie nur kommen, lasst sie nur kommen. Ah, guck mal. So gut wie tot, passt. So gut wie tot. Also wir hier. Und eventuell ihr hier. Passt. Dich noch und dich noch. Dich können wir reinschmeißen so lange, oder? Yep. Und alle wieder rein, alle wieder rein, alle wieder rein. Puh. Ich liebe es, eine kleine Verschnaufpause zu haben. Das macht mein Leben umso leichter. Ich bin froh, dass ich rechts den Britzelbratzel habe, weil sonst hätte man nämlich Probleme an der Backe, würde ich sagen. So auf keinem Auge. Er verschießt aber ganz schön viel Munition hier an der Stelle auch. Ja, ich glaube, ihr zwei werdet auf jeden Fall damit fertig werden, oder? Yep. Ich wollte gerade sagen, wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. So, raus mit dir, raus mit dir. Raus mit dir und raus mit dir. Tot. Tot, 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 alle tot, wunderschön. Hier nochmal nach oben schießen, oder? Ja. Yep. Ah, nicht ganz. Ja, 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 okay. Ich würde sagen, können wir wahrscheinlich kein Problem hier bekommen, wenn es nicht die Raketen abfangen. Ich habe gerade echt nichts, mit dem ich. Ah, jetzt da.
Was mache ich jetzt, wenn ich hier gefixiert bin? Ich kann gerade nichts anderes machen. Auf Escape drücken, das geht auch nicht. Ah, okay, ich muss nicht unbedingt machen. Ich muss nicht unbedingt machen. Da. Abschießen. Das war jetzt aufregende Natur. Ich glaube, mehr haben wir nicht, oder? Nee. Kommt jetzt ins Gefecht. Wo sind denn all meine Kollegen? Da. Wird niedergemäht. Wunderbare Natur. Das heißt, wir können hier mal einen Superleiter beanspruchen. Können das Gebiet hier oben noch einmal für uns erobern, denn warum nicht? Und England sollte, glaube ich, uns gehören. Wenn ich es nicht falsch gesehen habe, sollte England danach uns gehören. Warten wir kurz einen Moment. Ich höre mich immer, wie die ganzen Geschütztürme da unten in die Kammer überhaupt reinpassen, weil es ist ja nur eine kleine Spitze eigentlich. In Betonung auf eigentlich. Haha. Nicht mit uns. Ach stimmt, wir haben auch noch einen Dampfstrahl. Das vergesse ich immer wieder. Das vergesse ich lieben gerne. Wir haben ja noch einen kleinen Dampfstrahl zu bieten. Ein mit euch. So. Und einmal so. Raus mit dir. Und raus mit dir. Welle 2 bitte halt mal abfangen. Ist ja kein Problem. Was ist was? Das ist echt kein Problem, weil die sind nicht gerade so quasi dafür bekannt, dass sie uns große Probleme hier bereiten. Und eine 3 eher. Da können wir vielleicht eher Probleme bekommen, aber jetzt für den Moment rein gar nichts. Und wieder alles reinstellen, weil die rechte Seite ist schon wieder leer geschossen. Ich weiß nicht, ob es durch die Art der Geschütze kommt, aber ich glaube irgendwie, dass links immer mehr Gegner sind als rechts. Würde ich jetzt mal ganz stark annehmen. Hehe. Ja, definitiv. Also links kommen immer mehr. Links kommen wesentlich mehr. Weil ich mich immer frage, warum? Muss das denn unbedingt sein? So. Uiui. Jetzt warten wir erstmal kurz ab. Wir haben nämlich gerade so gut wie gar keine Munition mehr drin gehabt. Weißt du was, ihr könnt noch mal reingehen. So, besser. Wesentlich besser. So, ihr seid auch voll, ihr seid gleich voll. Oder? Ihr habt, das reicht aus. Und Nummer 3. Schauen wir doch mal, ob wir diesmal links ein bisschen, rechts ein bisschen mehr zum Abschießen haben. Weil das bisherige war ja so quasi nicht der Rede wert, würde ich mal sagen. So, zack. Immer ins Gesicht schießen. Ah, guck, jetzt geht's richtig los. Jetzt haben wir doch was hier. Jetzt lohnt sich's auch mal, die Geschütze hier sprechen zu lassen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Bam! Wir haben es gesäppt. Finde ich schön. Finde ich sogar sehr schön. Gott sagen. Schieß ihm noch ganz kurz in den Kopf rein. Dankeschön. So und so. Ich kann mir noch zu Gaudi reinmachen. Warum nicht? Dich und ich brauchen gerade Ina doch. Ja, was heißt diese Uhr? Was willst du mir damit sagen? Ich habe nämlich gerade keinen blassen Schimmer, was du mir damit sagen möchtest. Ist der Turm bereit für das nächste Schlimme? Ach, nur links diesmal? Ah, okay. Wenn nur links, dann eben nur links. Ist vielleicht Zeit für den Tee? Ich bin mir gerade etwas unsicher. Jetzt schießen sie auch so ein bisschen rum, aber im Endeffekt ist es nicht ganz so arg viel. Hä? Warum nicht ein bisschen in die Luft geschossen? Ist niemals verkehrt. So, ihr seid immer noch relativ fit dabei, würde ich mal behaupten. So, ich zwecke mal nochmal ganz kurz reinholen. Dorf, ganz kurz. Ja, okay. Ich frage mich immer noch, was der Gegner sich davon erhofft.
mal allzu viel und allzu stark sind sie ja auch nicht so. Warst du schon wieder? Das war's schon wieder, okay. Ich habe jetzt gerade echt noch irgendwas Heftiges erwartet, aber das war ja quasi eigentlich gar nichts. Was haben wir hier noch? Hochspannungsverstärker. Können wir auch noch gleich einnehmen, aber für den Moment. Geld, Geld und Geld. Ab geht's, gibt's erst mit dem nächsten Level. Okay, danke schön, da haben wir noch was. Bau der nächsten Kommandozentrum auch Level 9. Ja, danke auch fürs Gespräch. Danke auch fürs Gespräch. Haben wir soweit alles da? Yep. Die Streitaxt, die können wir doch bestimmt auch upgraden, oder? Ich würde mal behaupten, ja, das geht. Ah, wir können uns noch entscheiden, für was? Wähle die nächste Technologie der Streitaxt aus. Höherer Schaden bei großer Reichweite. Mächtige Explosionswaffe. Kriegen wir da unten erst. Dann würde ich doch quasi mal sagen, ich meine, die Streitäxte müssen abgegradet werden, das auf jeden Fall. Größere Reichweite, dann könntest du schon früher schießen. Aber ich habe eigentlich keine Explosionswaffen. Ich habe, in dem Fall muss ich sagen, warten wir. In dem Fall warten wir. Können wir dem Gewitter aber noch was Gutes tun? Wahrscheinlich ja. Plus eine weitere Kette. Eher schießen. Eine Kette machen wir dazu. Blitzlabor. Können wir da nicht machen. Okay. Und die Grimm. Können wir auch nicht weitermachen als das hier. Also sind gerade gegroundet so quasi. Okay. Sehen wir das eben. Portland. Du hier. Zack. Kostet bis was, aber was soll's. Und wir nehmen hier oben, bitteschön, diese Fabrik für uns ein. Er kann es nicht gutheißen, wenn der Gegner überhaupt... Oh Gott, schon wieder. Überall kaputte Hindenburgs. Finde ich nicht schön. Finde ich ganz und gar nicht schön. Tut mir ja richtig weh, tun die. Okay, heißt, wir müssen erstmal nach Italien runterkommen, damit wir großartig was anstellen können, weil ich möchte Explosionen. Insofern es möglich ist, möchte ich immer Explosionen haben. Ich finde, Explosionen gehören einfach zum Leben dazu. Größere Reichweite hätte natürlich auch was. Gebe ich ungemein zu. Das hätte wirklich was, aber... Ich würde sagen, bitte einmal wegschießen. Es bringt natürlich auch rein gar nichts in dem Sinne. Wenn man nicht so viel Schaden macht. Danke, danke, danke. Rein mit euch. Ihr braucht es ganz dringend. Nummer 1 machen und die zweite lassen wir auslaufen. Yep. Weil ich brauche diese Munition. Wobei, zack. Zwei gibt's noch. Zwei gibt's noch an der Seite. Ich glaube, es hat einen Kettenblitz mehr, oder? Finde ich auch nicht schlecht. Finde ich auch ganz und gar nicht schlecht. Auf ihn drauf schießen, was soll's. Panzerbrechende Munition ist panzerbrechende Munition. Oh, das war praktisch. Das war mehr als praktisch. So, ich bin doch drum. Einmal hier querfett einen reinschießen. So, du auch nicht rein, 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 rein. So, ich glaube, alles sind wieder aufgeladen. Ja, okay, zum Großteil wieder aufgeladen. Hören wir mal zum Großteil wieder aufgeladen. So schnell verlieren die Raketentruppen ihre Wirkung. Die Uhr sagt schon wieder nichts mehr aus. So, jetzt können wir beidseitig machen. Das sollten wir auf jeden Fall ohne größere Probleme schaffen. Ich guck mal so ein bisschen, wo man gerade was machen kann, aber... So, so gut wie abgeschossen. Nicht so gut wie, meine ich auch so gut wie. Weg mit dir. Ja, was soll's. Komm, was soll's. Und du machst ihn hier fertig. Dann soll das schon so weit in Ordnung gehen. Oh yeah, oh yeah. Ich würde sagen, ist die linke Seite mal vor der rechten fertig. Das kommt auch ziemlich selten vor. Mit ziemlich selten mache ich sogar so gut wie eigentlich nie.
So, 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 so. So, so und so. Bitteschön. Und die rechte Seite kann noch warten. Ja. Die muss sogar warten. Sind wir schon bei Welle 4 angekommen? Gut, dann heißt es jetzt Vollgas geben. Also ich kann mit 1 und 2 das Ganze auch machen. Oh, das macht mir das Leben einfacher. Das macht mir so vieles einfacher. Bitteschön. Bitteschön. Na, die können wir auch noch von uns wegwaschen. Was soll's, Stufe 2 noch einmal machen. Schade, wäre da ist was gewesen. Das wäre jetzt wirklich schön geworden. Gerade sagen, bitteschön. Lass diesen Geschütz zum alleine arbeiten. Auf dass wir hier glorreich siegen werden. Links sind sie wieder gelandet, aber nicht für lange. Ganz und gar nicht für lange. Oh, und er sagt mir gerade, meine 30 Minuten sind um. Deswegen machen wir einen kurzen Autokampf. Ich hoffe, an der Stelle hat viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei sein könntet. Macht's gut und wie immer. Tschüss, Sole. Dann schaffen wir hoffentlich Level 9.